Patricia Kelly berichtet von ihrer zweiten Corona-Infektion. Patricia Kelly, 51, macht wahrlich keine leichte Zeit durch. Die Sängerin hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert, trotz Genesenenstatus und Impfung. Das hatte ihr Management bereits in einem ausführlichen Statement bestätigt. Doch die Zweifachmama, die aktuell stationär in Behandlung ist, konnte sich persönlich noch nicht zu Wort melden. Bis jetzt. Die 51-Jährige hat RTL nun ein exklusives Statement mit ihrem Gesundheitszustand zukommen lassen. Sängerin leidet unter heftigen Schmerzen. In ihrer langen Nachricht richtet die Musikerin zuerst ihr Wort an ihre Fans und Follower, die seit Bekanntwerden ihrer Diagnose mit ihr bangen. Ihr Lieben, zuerst möchte ich mich von ganzem Herzen für all eure Genesungswünsche und euer Verständnis bedanken. Es hat mich zutiefst berührt, eure Nachrichten zu lesen. Die große Anteilnahme habe sie dazu bewegt, einen kleinen Zwischenbericht über den aktuellen Stand im Krankenhaus aufzuschreiben. Ich bin 3 Tage durch die Hölle gegangen, aber der Beistand und die Gebete meiner Familie und besten Freunden haben mich getragen durch diese schweren Momente, gesteht Patricia. Auch wenn es ihr mittlerweile etwas besser gehe, leide sie noch immer an starkem Husten und heftigen Schmerzen. Tour muss auf Eis gelegt werden, deswegen wurde ihr von den Ärzten geraten, dass sie sich vollkommen schonen müsse. Die nächsten Auftritte muss sie daher schweren Herzens verschieben. Seit heute weiß ich, dass ich für die kommenden Wochen ausfallen werde. So schwer es mir fällt, werde ich mich an den ärztlichen Rat halten müssen und es bricht mir das Herz, die wundervolle Tour für den Moment ruhen lassen und geplante Termine vorerst auf Eis legen zu müssen. Verkündet die 51-Jährige. Sie müsse jetzt als Mutter für ihre Kinder da sein und auch endlich zurück zu ihrem Mann und ihrer Familie kehren. Das ändere aber nichts an dem Release-Datum ihrer neuen Single Unbreakable, die am 22. Oktober erscheint. Mein Team und ich haben in den letzten 2 Jahren mit viel Herzblut daran gearbeitet und diese Arbeit soll nicht umsonst gewesen sein.